Fahrrad. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru. Es war die perfekte Woche für die Stuttgarter Kickers und für ihn hier. Marco Calamita verlängerte nicht nur seinen Vertrag um 2 weitere Jahre. Er schoss sowohl gegen Saarbrücken in der Liga als auch im DFB-Pokal-Halbfinale entscheidende Tore. Auch ein besonderes Spiel am Samstag gegen die Zebras vom MSV Duisburg war es für Horst Steffen. Er und Sportdirektor Michael Zayer schnürten bis 2003 die Kickschuhe für den MSV. Der 3. Sieg in dieser Woche war das Ziel gegen die Tabellenfünften, die selbst noch am 4. Tabellenplatz interessiert sind, der ja zum DFB-Pokaleinzug berechtigen würde. Vor dem Spiel legten die 4.150 Zuschauer noch eine Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen ehemaligen Stadion-DJ Thomas Berg ein. Die Kickers werden ihn stets in bester Erinnerung behalten. Zwar kamen die Blauen das erste Mal bereits nach 2 Minuten vor das Duisburger Tor, die erste zeigenswerte Szene stammt allerdings aus Minute 24. Und diese Szene ist auch nur interessant, weil Phil Ofosu-Aiu hier den Arm beim Verteidigen verdächtig zum Ball bewegte. Nichts geschehen allerdings und so sparten sich beide Teams die spannenden Szenen weiter auf. Knapp über eine Stunde war gespielt und endlich war mal richtig was los nach dem Einwurf von Fabian Gerster. Ist Randy Edwin Ibon zu schnell? Zu schnell für seinen Gegenspieler Markus Bollmann und der legt ihn hier im Strafraum und so zeigt Schiedsrichter Christian Dietz folgerichtig auf den Punkt und verteilt obendrein die gelbe Karte. Marchese dann im Duell mit Duisburgs Schlussmann Michael Ratajczak und er macht's! Sein 11. Saisontor und ein ganz wichtiges, vor allem für die Partie, die teilweise in den ersten 30 Minuten richtig langweilig war. Hoffentlich sollte sich das damit nun ändern. Und das sollte es, Marchese auf Edwini Bonsu und der sucht Lachi Badian. Diesmal klärt Markus Bollmann fair und es bleibt beim 1:0. 5 Minuten waren noch zu spielen in Halbzeit 1 und wieder der SVK mit Sandrino Braun. Mit einer wunderbaren Flanke quer rüber auf Marco Calamita und der bereitet vor für Lachi Badian. Aus der Drehung war der schwer, aber trotzdem eine gute Chance für die Blauen. Vom Meidericher SV haben wir bisher wirklich nichts verschwiegen und dann kamen sie endlich doch mal vor mit Kevin Wolze auf Patrick Zondi und Redl. Wie schon die ganzen letzten Spiele in Mark Redl war auch am 34. Spieltag wieder ein reaktionsstarker und zuverlässiger Rückhalt. Zur Halbzeit lange Gesichter bei den Gästen und deren Miene sollte sich im Laufe der Partien nicht verbessern. 8 Minuten nach wieder am Pfiff Freistoß Fabian Baumgärtel und in der Mitte ist Marco Calamita mit dem Kopf. Schnell kam allerdings der Pfiff des Unparteiischen, kein Tor, es sollte abseits gewesen sein. Kaum 2 Minuten später, zunächst Konter der Kickers, doch der geht schief. Branimir Bajic hoch in den Lauf von Kevin Wolze. Und wieder Marc Redl. Es gab an ihm kein Vorbeikommen. Auch Kevin Wolze, der vom Abwehrfehler von Fabian Gerster profitiert, bleibt ohne Erfolg gegen den starken 21-jährigen Stuttgarter Ersatztorwart. Das Pressing war wieder hervorragend von den Kickers. Hier wieder die frühe Balleroberung von Sandrino Braun. Der spielt in den Lauf von Fabio Leutnecker und der sucht links drüben Gerrit Müller. Knapp verpasst der 29-jährige Offensivmann den Ball und das nächste Tor. Marco Calamita war ja noch immer auf dem Feld und schon wieder gefährlich. Tolles Dribbling gegen Markus Bollmann und dann zu selbstlos rüber auf Sandrino Braun, der mit dem Kopfball nichts ausrichten kann. Aber seine Stunde sollte noch schlagen. 5 Minuten später Marchese auf Braun. Sandrino Braun mit dem Hammer in den rechten Winkel. Wahnsinnsschuss, Wahnsinnstor und nicht zuletzt deswegen wieder eine super Partie des Sechsers, der seit mittlerweile fast 2 Jahren für die Kickers aufläuft. Und hier in der Wiederholung nochmal, dieser Schuss war natürlich unhaltbar für Michael Ratajczak im Duisburger Kasten. Dann war Schluss und die Kickers holen den 3. Sieg in dieser Woche. Zu Recht feierten die Fans ihre 11 und die Kickers klettern mit den 3 Punkten auch weiter in der Tabelle nach oben. Mit 49 Punkten ist der SVK nun auf dem 5. Tabellenplatz angekommen und es fehlen nur 2 Punkte auf Rang 4. Wer weiß, was die letzten 4 Saisonspiele noch bringen. Nächste Woche geht es erstmal an Ostern am Samstag nach Halle in den Deutschen Osten.
Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru.